Jeden Menschen mit einbeziehen, egal ob jung oder alt, ob gesund oder krank. Das beinhaltet der Begriff Inklusion. Ein Thema, was Cottbus und ganz Brandenburg bewegt. Sozialministerin Diana Golze hat sich dafür gestern nach Cottbus begeben. Sie ist derzeit in Brandenburg unterwegs und sammelt Vorschläge für das geplante behindertenpolitische Maßnahmenpaket. Also ich bin total froh, dass Inklusion inzwischen ein Begriff ist, der nicht mehr nur irgendwie von Fachleuten diskutiert wird, sondern dass es in der Gesellschaft angekommen ist, bei uns in Brandenburg angekommen ist, dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, wie wir es allen Menschen im Land Brandenburg ermöglichen, sich einzubringen, aktiv zu sein und teilhaben zu können. Menschen mit Behinderungen haben es immer noch schwer. Im Alltag geraten sie immer wieder an Grenzen. Eine richtige Inklusion soll das verhindern. Doch das gelingt nicht immer. Auch Kai Schröter kennt diese Probleme nur zu gut. Er ist seit frühestem Kindesalter gehörlos, hat also gelernt, damit umzugehen. Dennoch stößt auch er immer wieder auf Probleme im Alltag. Also Defizite sehe ich schon zum Beispiel in der gesellschaftlichen Teilhabe, weil wir ja immer als Gehörlose in der Kommunikation benachteiligt sind. Wir brauchen oft Dolmetscher, um an bestimmten Sachen teilhaben zu können. Und egal wo das ist, ob wir jetzt zum Beispiel zur Stadtverwaltung gehen, zum Elternabend, eigentlich in allen möglichen Bereichen, die man sich so vorstellen kann, braucht man einen Dolmetscher. Dann kommt noch die zusätzliche Schwierigkeit hinzu, dass es viel zu wenig Dolmetscher gibt. Das heißt, selbst wenn ich mir einen Dolmetscher suchen kann, habe ich oft das Problem, dass ich gar keinen finde. Beim gestrigen Forum hatte er keine Probleme. Ein Dolmetscher übersetzte die Gespräche in den Runden und bei den Vorträgen. Ein Luxus, den Kai nicht immer hat. Doch so etwas soll an den verschiedenen Tischen besprochen werden. Themen waren unter anderem die Barrierefreiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Gebäuden. Die Fazite der Dialoge sollen dann in das Maßnahmenpaket mit einfließen, damit am Ende eine Politik mit Ideen der Betroffenen entstehen kann.